Herzlich willkommen zu diesem Web Talk im Rahmen der Aktionstage Politische Bildung 2014. Wir sprechen heute mit Anja Besant über einen kleinen Riesen, einen stillen Riesen, einen oft übersehenen Riesen. Vielleicht ist das am besten. Ein Riese in der Bildungslandschaft, insbesondere in der Landschaft der politischen Bildung, nämlich die berufsbildenden Schulen. Wir haben dort sowas wie 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler, die alle fest verankert politische Bildung in ihrem Stundenplan stehen haben. Und dennoch ist es ein Thema, was im Diskurs nicht gerade die erste Geige spielt. Anders ist es, wenn man mit Professor Dr. Anja Besant spricht, weil die genau mit diesen Fragestellungen sich auseinandergesetzt hat und heute etwas davon vorstellen wird. Wenn sie nicht im Web-Talk ins Internet spricht, ist sie am Institut für Politikwissenschaft an der TU in Dresden. Schwerpunkte sind politische Bildung, Politikvermittlung, Mediennutzung im Politikunterricht. Insofern ist sie gleich doppelt und dreifach für unseren Web-Talk hier heute qualifiziert. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit dafür nimmt. Wir haben besprochen, dass Anja Besant jetzt sowas wie 20 Minuten am Stück ihre Erkenntnisse oder Ergebnisse, die sie dazu bisher hat, vorstellt. Wir haben Folien dazu. Und wir danach gerne noch Fragen und Antworten machen können. Es gibt einen Chat, den alle Teilnehmer benutzen können. Der ist hier auf der rechten Seite. Da kann man auch schon während des Inputs reinschreiben. Wenn da schon Fragen sind, dann sammle ich die und stelle sie an Anja Besant nach der Inputphase. Man kann aber vorher auch einfach untereinander da eine zweite Kommunikationsebene einführen. Dafür ist es gedacht. Jetzt geht's los. Ich mache mein Mikrofon zu und bin gespannt und danke schon mal vorab an Anja Besant. Ja, hallo und ich möchte mich auch bedanken für die Gelegenheit, heute an diesem Web-Talk teilzunehmen, denn das Thema liegt mir tatsächlich sehr am Herzen und es ist, wie schon gesagt wurde, tatsächlich ein überaus vernachlässigtes Thema. Von daher richte ich mich in diesem Talk auch tatsächlich an alle die, die in diesem Bereich arbeiten und Entscheidungen treffen. Das kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen der Fall sein, also entweder als Lehrerinnen und Lehrer in der Schule, in beruflichen Schulen, aber eben auch an entscheidenden Stellen, zum Beispiel an Leute, die Materialien entwickeln, die in den Kammern an den entsprechenden Prüfungsaufgaben arbeiten und was es da auch alles gibt. Ich würde mich sehr freuen, da auch stärker ins Gespräch kommen zu können über politische Bildung in der Berufsschule und da vielleicht an der einen oder anderen Schraube auch in den nächsten Jahren drehen zu können. Ich richte mich mit diesem Gespräch aber tatsächlich in zweiter Linie auch an alle, die gar nicht auf den ersten Blick so schrecklich viel mit diesem Bildungsbereich zu tun haben, die sich aber dafür interessieren, politische Bildung an breitere Zielgruppen zu vermitteln. Ich habe so das Gefühl, das war uns allen in den letzten Jahren ziemlich wichtig. Und ich glaube, dass gerade in den beruflichen Schulen hier ein ganz enormes Potenzial verborgen liegt, an das wir uns zum Beispiel auch mit Angeboten zur außerschulischen politischen Bildung in Kooperationsprojekten oder Ähnlichem wenden können und da bislang vielleicht noch gar nicht so dran gedacht haben. Es ist schon gesagt worden, das Potenzial ist tatsächlich ganz enorm. Wenn wir uns mal die Zahlen des Statistischen Bundesamts angucken über die Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Schularten, dann sehen wir, dass die beruflichen Schulen eigentlich den allergrößten Bereich hier ausmachen. Das schlägt hier einem in dieser Folie so ganz offensichtlich entgegen und wenn man drüber nachdenkt, ist es irgendwie auch klar. Aber ich glaube, mit dem Herzen haben wir das ganz häufig noch gar nicht verstanden. Also in den Grundschulen sind natürlich noch viel mehr Schülerinnen und Schüler, weil da sind alle Schülerinnen und Schüler noch zusammen. Aber in den weiterführenden Schulen fächert sich das doch sehr stark auf. Und wenn wir über politische Bildung sprechen, dann sprechen wir ja oft, ohne was dazu zu sagen, über die Schülerinnen und Schüler im Gymnasium. Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir das eigentlich zugeben und vergessen die Schülerinnen und Schüler in den beruflichen Schulen eigentlich total. Deshalb haben wir, das heißt ich und einige Mitarbeiter am Lehrstuhl für Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden, im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung eine Studie gemacht, die Aufgabe hatte, eigentlich erstmal sowas wie wieder Licht in diesen Bildungsbereich zu bringen, im Sinne von überhaupt rauszufinden, was los ist und wo Probleme, aber auch wo Chancen liegen. Und dieses Forschungsprojekt, das haben wir in den letzten 2 Jahren durchgeführt und das war eigentlich ganz praktisch konzipiert. Also es ging darum, sich mit der Ist-Situation
dieses Bildungsbereichs zu beschäftigen, auf der Grundlage von objektiv und auch schon vorliegenden Daten, Zahlen, Materialien, einfach mal zusammenzustellen, was eigentlich alles da ist. Und dann eine qualitative empirische Analyse zu machen, das heißt wirklich vor Ort zu sein, auch in verschiedenen Bundesländern vor Ort in die Schulen zu gehen, mit Lehrerinnen und Lehrern zu sprechen darüber, welche Chancen sie für politische Bildung in diesem Bildungsbereich sehen, welche Probleme und welche Ressourcen sie brauchen. Und das ist jetzt nicht einfach auf unserem Mist gewachsen, sondern wir haben einfach zusammengetragen, was uns die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort gesagt haben. Um daraus, und das ist noch immer sowas, also da muss ich echt sagen, das ist gar nicht so einfach, um daraus Ansatzpunkte zu entwickeln und tatsächlich in dieses Feld dann auch hineinzuwirken. Das können wir natürlich nicht allein, aber wir können vielleicht wirklich Punkte bestimmen, an denen es Sinn macht, an den Schrauben zu drehen und dann zu gucken, wie können wir politische Bildung in diesem Bildungsbereich stärken. Ich will jetzt hier niemand mit methodischen Fragestellungen langweilen. Ich will mit dieser Folie nur sagen, wir haben das in einem gestuften Verfahren gemacht. Wir haben das rein qualitativ gemacht, also mit Gesprächen, die wir geführt haben, mit verschiedenen Leuten vor Ort, also einerseits mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Studierenden, mit Schülerinnen und Schülern und auch mit Hochschullehrerinnen, die zum Beispiel Studierende ausbilden für berufliche Schulen. Das immer mit ausführlichen, mindestens einstündigen Gesprächen. Und das heißt, die Zahlen, die man hier sieht, sind wirklich umfangreiche Zahlen, also weil das sind ja keine Fragebogenbefragungen, sondern wirklich Interviews. Das soll es schon gewesen sein zu so methodischen Fragestellungen. Das Erste, auf was man stößt, wenn man sich mit politischer Bildung im Bereich der beruflichen Schulen auseinandersetzt, ist, dass man lernt, dass man immer berufliche Schulen sagen muss und nie Berufsschule. Weil Berufsschule ist vom Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, eigentlich oft nur der duale Zweig. Also da, wo wir duale Auszubildende haben, die am Lernort Schule und an einem betrieblichen Lernort ausgebildet werden. Das berufliche Schulsystem ist aber viel mehr als das. Das berufliche Schulsystem hat einen relativ großen Bereich für die duale Ausbildung. Es hat daneben aber einen riesigen Übergangsbereich, in dem BVJ und BGJ-Schülerinnen untergebracht sind. BVJ heißt Berufsvorschuljahr, BGJ heißt Berufsgrundschuljahr. Beides sind Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler, die auf dem Arbeitsmarkt noch nicht erfolgreich gewesen sind, aber noch schulpflichtig. Das heißt, wir haben es hier mit einer verhältnismäßig herausfordernden Zielgruppe zu tun. Daneben gibt es aber auch noch die Fachschulen, die Berufsfachschulen, die Berufsaufbauschulen, die Fachoberschulen, das berufliche Gymnasium und noch andere Bildungsgänge, die hier gar nicht abgebildet sind. Und in diesem Dickicht und Dschungel muss man sich dann zunächst mal zurechtfinden. Das funktioniert auch alles überaus unterschiedlich. Und was hier auch schon sichtbar wird, Lehrerinnen und Lehrer, die in diesem Bereich tätig sind, sind nicht nur in einer Schulart tätig, sondern gleichzeitig in ganz vielen, weil ganz viele dieser Schularten oft unter einem Dach zusammengefasst werden können. Ich habe es gerade schon gesagt, diese Schülerzahlen sind eigentlich sehr eindrucksvoll. Sie fächern sich in den Schularten nochmal auf. Aber wenn uns jetzt interessiert, wie das so aussehen könnte, aufgefächert auf Schularten, habe ich hier noch eine, finde ich, sehr eindrucksvolle Übersicht aus dem Deutschen Bildungsbericht, wo man sieht, wenn wir diese ganzen vielen unterschiedlichen Schularten des beruflichen Bildungsbereichs in drei Sektoren aufteilen. Und zwar den vollzeitschulischen Bildungsgang, den Übergangsbereich und den dualen Bereich. Dann haben wir im dualen Bereich etwas mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler. Aber das sind häufig die Schüler, an die wir denken, wenn wir über berufliche Schulen sprechen. Die machen trotzdem nur ein gutes Drittel, manchmal die Hälfte der Schülerinnen und Schüler aus. Ein zweiter Bereich, der kleinste, aber deshalb nicht unerhebliche Bereich, ist das Schulberufssystem. Das sind vollzeitschulische Bildungsgänge, beispielsweise in den ganzen Gesundheit- und Pflegeberufen, die als vollzeitschulische Ausbildungsgänge durchgeführt werden und wo die Schülerinnen von montags bis freitags den ganzen Tag an der Schule sind. Da gibt es aber auch eine ganze Vielzahl von Berufen, die so ausbilden. Und der dritte Bereich, und ich finde, dass uns das eigentlich unglücklich stimmen sollte, weil der ebenfalls fast ein Drittel, also
und Schüler in den beruflichen Schulen, hat überhaupt keinen Zugang zum Arbeitsmarkt, ist aber schulpflichtig, hat in Schulen vielfältige negative Erfahrungen gemacht, ist deshalb auch am Ende des schulischen Bildungsgangs relativ schwer beschulbar, weil sie wenig Hoffnung haben, dass das jetzt noch mal besser wird in dem letzten Jahr, das sie da angeboten bekommen. Und die Lehrerinnen und Lehrer in der Berufsschule reagieren auf diese Schülerinnen auch überfordert. Diese Schülerinnen sind wenig beliebt bei den entsprechenden Pädagogen und werden als nicht gut beschulbar wahrgenommen. Und die vergessen wir auch noch zusätzlich. Wir vergessen den ganzen beruflichen Bildungsbereich und im beruflichen Bildungsbereich vergessen wir eine ganz gravierende Gruppe. Das ist mir wichtig, weil ich tatsächlich denke, und davon waren wir in diesem Projekt auch geleitet, dass wenn es uns in der politischen Bildung tatsächlich darum geht, in Zukunft stärker als bisher Zielgruppen jenseits des Gymnasiums anzusprechen, weil die im Gymnasium kriegen wir eh, das ist nicht besonders schwierig, ja, dann bietet sich in der Berufsschule dazu eigentlich eine super gute Gelegenheit. Die Frage ist allerdings, wie kann das gelingen? Also wie kommen wir an diese Zielgruppen, auch wenn wir sie da in der Schule vor Ort ganz gut greifen können, pädagogisch dann auch wieder oder pädagogisch und didaktisch wieder gut dran. Aber das war es, warum wir überhaupt diese Studie gemacht haben, auch um zu sagen, wie kommen wir, wie erschließen wir uns diese Zielgruppen? Und wir haben da eine Infrastruktur in den beruflichen Schulen, die uns eigentlich den Zugang leicht machen müsste. Und das gucken wir uns jetzt im Folgenden mal nochmal etwas genauer an. Das habe ich schon gesagt. Die Grundkonzeption des Projekts war so aufgebaut und ich nutze das jetzt so ein bisschen als Gliederung, um meinen Vortrag daran zu strukturieren. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal dieses Feld 1 an, die Ist-Situation. Im ersten Zugriff haben wir wirklich versucht, das auf der Grundlage von so objektiven Informationen wie möglich zu beschreiben. Das heißt, uns die Lehrpläne anzugucken, die Schulgesetzgebung anzugucken. Wie ist eigentlich die Situation von politischer Bildung im Bereich der beruflichen Schulen? Und da gehen wir jetzt mal rein in diesen ersten Bereich. Wenn man die Ist-Situation beschreiben will, und man versucht das zu bündeln, weil so unglaublich viel Zeit haben wir ja jetzt heute nicht, dann sind eigentlich 6 Punkte wichtig. Der erste Punkt hat sich schon angedeutet mit dieser Übersicht der vielen verschiedenen Schularten, die es in diesem Bereich gibt, ist die ungeheure Heterogenität des Bildungsbereichs. Also der Bildungsbereich ist tatsächlich in gewisser Weise unübersichtlich. Es ist aber nicht nur durch die Schularten, sondern auch durch die Schülerinnen und Schüler, die unglaublich unterschiedlich sind. Also Schülerinnen und Schüler von Fachschulen sind ganz andere Schülerinnen und Schüler als die im BVJ. Auch in den dualen Berufen sind die ganz unterschiedlich, ob ich Bankkaufleute vor mir habe oder Fleischer. Ja, das ist ziemlich unterschiedliches Klientel. Das heißt, wir haben es wirklich mit einem heterogenen Bildungsbereich zu tun und das ist für die Arbeit in diesem Bereich spannend, aber eben nicht ohne Herausforderung. Das Zweite, ist, wir schauen uns mal die Stellung der politischen Bildung in diesem Bereich an. Also wie ist die Stundenausstattung, die Bedeutung des Faches, wie werden die Prüfungen in diesem Bereich abgehalten und ähnliches. Wie sind die Lehrpläne, wie ist die Lehrmittelsituation, wie ist die Ausbildungssituation des pädagogischen Personals, also derer, die in dem Bereich arbeiten, und wie sind Weiterbildungsangebote für die, die in diesem Bereich arbeiten? Was ich mir jetzt als erstes rausgegriffen habe, ist zunächst mal die Stellung der politischen Bildung. Weil man könnte sagen, okay, da gibt es einen riesen Bildungsbereich, aber möglicherweise hat politische Bildung darin gar keine Bedeutung. Und das kann ich gleich mal verneinen. Zum Beispiel, wenn man sich klar macht, dass in allen dualen Berufen am Ende 4 Fächer geprüft werden, ja, diese 4 Fächer sind sehr unterschiedlich, je nachdem, welchen Ausbildungsberuf ich erlerne. Das kann man jetzt hier nicht aufzählen. Aber wir müssen uns klar machen, dass die beruflichen Schulen immer geprägt sind von 2 verschiedenen Sorten von Ausbildungsangeboten. Das sind einerseits die beruflichen Lernangebote und andererseits die allgemeinbildenden Lernangebote. Also wenn ich Kfz-Mechatroniker werde, dann habe ich andere berufliche Fächer in der Berufsschule zu belegen als ein Bäcker, ist ja klar. Aber die allgemeinbildenden Fächer, das denken viele, die nicht in diesem Bereich arbeiten, das werden doch immer die gleichen sein. Das ist Deutsch und Mathe und was weiß ich. Aber das stimmt gar nicht. Also allgemeinbildende Fächer wechseln auch von Ausbildungsberuf zu Ausbildungsberuf.
Ganz deutlich weichen die da voneinander ab. Wir haben jetzt unten einfach mal fünf verschiedene Berufe ausgewählt, um so ein bisschen ein Spektrum aufzumachen. Das ist der Fleischer, der Werkzeugmechatroniker, die Erzieher und Erzieherinnen, Podologen und Gesundheits- und Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen. Und da sieht man, was sind die allgemeinbildenden Fächer, die berufsbildenden haben wir weggelassen, die die belegen müssen. Und einfach, dass es relativ häufig gibt, ist Deutsch tatsächlich. Aber Mathematik, sehen Sie schon, ist gar nicht durchgehend der Fall, weil Mathematik oft im Fachrechnen untergeht. Also die rechnen dann in den beruflichen Lernfeldern. Was aber ebenfalls vollkommen durchgeht, ist Wirtschafts- und Sozialkunde. Also das heißt natürlich, wie es in Deutschland immer ist, in jedem Bundesland anders. Aber wenn wir jetzt mal mit Wirtschafts- und Sozialkunde als Vokabel arbeiten wollen, dann gibt es dieses Fach als allgemeinbildendes Fach im dualen Bereich in nahezu jedem Ausbildungsberuf. Es ist eine der stabilen Säulen und es ist auch durchgehend Prüfungsfach. Also es ist eines von vier Prüfungsfächern, das am Ende einer dualen Ausbildung und am Ende der Berufsschulzeit abgelegt wird. Das finde ich schon bemerkenswert. Und das lässt sich eigentlich nur historisch erklären. Und die historische Erklärung ist, dass Georg Kerschensteiner, den wir ja auch in der Geschichte der politischen Bildung sehr häufig zitieren, eben als er das Konzept der Berufsschule für Deutschland erfunden hat, gleichzeitig auch die politische Bildung mit erfunden hat, weil er gesagt hat, da ist quasi die richtige Stelle, um die zukünftigen Bürgerinnen und Bürger zu bilden. Und das ist ganz unbefragt bis heute der Fall. Wir halten das gesellschaftlich offenbar für sehr wichtig. Ich stelle das auch nicht in Frage. Ich beschreibe das nur, dass man im Bereich der beruflichen Ausbildung noch einmal Angebote zur politischen Bildung erhält. Und wenn man jetzt sagt, wie sieht das aus mit der Stundenausstattung? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen klein dargestellt, aber was Sie auf jeden Fall erkennen können, auch das ist von Bundesland zu Bundesland jetzt wieder ein bisschen unterschiedlich. Und wir können als Menschen, denen die politische Bildung am Herzen liegt, natürlich jetzt auch wieder sagen, das ist uns alles viel zu wenig, das ist auch viel zu wenig. Aber wenn man es mit der Stundenausstattung im allgemeinbildenden Bereich vergleicht, ist das gar nicht mal so schlecht. Ja? Also es werden durchaus Stunden für dieses Fach zur Verfügung gestellt, wenn man einfach mal anguckt, was hat man denn zur Verfügung. Das ist gar nicht so übel. Also von daher kann man sagen, anhand dieser objektiven Daten sieht es eigentlich ganz gut aus in diesem Bildungsbereich. Okay, das ist der erste Blick. Der relativiert sich jetzt im Folgenden nochmal deutlich, aber man kann sagen, die Grundstruktur, die Infrastruktur des Faches ist entwickelt und gar nicht schlecht. Der nächste Blick ist der Blick in die Lehrpläne und Bildungsvorgaben. Das ist ein überaus verwirrender Blick, weil eigentlich die Berufsausbildungen in Deutschland bundeseinheitlich geregelt sein sollen und deshalb Bundesebene und Landesebene an der Stelle noch viel stärker ineinander greifen, als es in anderen Ausbildungsgängen der Fall ist. Ich erkläre das jetzt hier nicht im Einzelnen, aber auch das macht die Arbeit in diesem Bildungsbereich schwierig, dass dieses Geflecht hier so unglaublich schwierig ist. Und das führt zu einer faktischen Situation, dass wir für 344 Ausbildungsberufe mal 16 Bundesländer insgesamt 5.504 Lehrpläne zur Verfügung haben. Es gibt auch Bundesländer, in denen dann zum Beispiel für die politische Bildung gar kein Lehrplan mehr geschrieben wird. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass man Lehrpläne relativ schnell aktualisieren soll, dann ist das eine ganz schwierige Situation. Das heißt, Lehrpläne sind in diesem Bildungsbereich von untergeordneter Bedeutung. Die Lehrer kennen zum Teil gar nicht alle Lehrpläne, nach denen sie unterrichten, weil sie unterrichten ja in ganz vielen unterschiedlichen Ausbildungsberufen. Und das sieht man auch am Alter der Lehrpläne. Also die Lehrpläne sind in den beruflichen Schulen durchschnittlich sehr viel älter als in den allgemeinbildenden Schulen, einfach weil der Druck und die Anzahl der Pläne so hoch ist, dass man es das gar nicht schafft, die ständig zu aktualisieren. Statt Lehrplänen gibt es aber einen heimlichen Lehrplan, der überaus wirkungsvoll ist. Und zwar sind das die zentralen Abschlussprüfungen, die durch die Kammern geschrieben werden. Also diese Prüfungen, von denen ich gerade gesprochen habe, eine von vier Prüfungen zumindest im dualen Bereich, die geschrieben werden, die werden von verschiedenen Kammern, das ist nicht immer dieselbe Kammer, aber für verschiedene Berufe, in verschiedenen Kammern zentral bereitgestellt.
Und die Lehrerinnen und Lehrer im Bildungsbereich orientieren sich natürlich sehr stark an diesen Abschlussprüfungen. Das kann man sich ja vorstellen. Wir haben Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler, die wir beschulen. Wir wollen, dass die erfolgreiche Bildungsabschlüsse machen. Das heißt, wir müssen gucken, was wird am Ende denn eigentlich gefragt? Und darauf müssen wir sie vorbereiten. Das ist also ein wesentlich wirkungsmächtiger Steuerungsinstrument, als es die Lehrpläne tatsächlich sind. Und die zentralen Abschlussprüfungen sind überaus problematisch, weil politische Bildung hier fast überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Also die Fragen nach Wirtschaftsthemen, die Fragen nach Rechtsthemen, aber genuin politische Bildung kommt hier recht wenig vor. Das heißt, diese zentralen Abschlussprüfungen, darauf kommen wir später zurück, wären möglicherweise auch ein gutes Instrument, um zu sagen, wir wollen wieder mehr Politik in diesem Bildungsgang haben, dann muss es auch in den Prüfungen repräsentiert werden. Die Lehrmittelsituation, um das noch zu sagen, ist ebenfalls ziemlich schlecht. Es gibt, also das ist jetzt das Verhältnis zugelassener Schulbücher zwischen allgemeinbildender Schule und Berufsschule. Auf der Grundlage einer aktuellen Zusammenstellung des Georg-Eckert-Instituts. Und da sieht man auch, dass das Verhältnis sich ganz deutlich abbildet. Die Konzentration ist auf den allgemeinbildenden Schulen. Dabei würde die Heterogenität des Bildungsbereichs Berufsschule es ja eigentlich notwendig machen, dass es dort mehr Schulbücher gibt als im allgemeinbildenden Okay, Ausbildungssituation der Lehrerinnen und Lehrer. Ebenfalls überaus schwierig. Also das, da packe ich mir auch selbst an die Nase, dass ich überhaupt auf dieses Thema aufmerksam geworden bin, lag daran, dass ich, als ich an die Technische Universität Dresden kam, damit konfrontiert war, dass die Hälfte meiner Studierenden plötzlich Berufsschullehramtsstudierende waren und mir in jeder Veranstaltung sagten, das ist bei uns ganz anders, das ist bei uns ganz anders, Frau Besant, Sie müssen uns ganz anders ausbilden. Und ich das eine ganze Weile überhaupt nicht verstanden habe, auch weil ich selbst 4 Jahre in der Berufsschule unterrichtet habe, allerdings nur im BVJ, BGJ, und das ist nicht so anders als die Hauptschule, also als eine schwierige Hauptschule möglicherweise. Aber tatsächlich in den dualen Berufen und auch in den Fachschulen findet das anders statt und müssen wir das auch noch sehr viel stärker unter dem Fokus von Erwachsenenbildung denken. Und dem werden wir in den Ausbildungen tatsächlich nicht gerecht, weil wir als Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer das ganz einfach gar nicht kennen. Also wir sind im besten Fall selber ins Gymnasium gegangen und haben anschließend auch im Gymnasium unterrichtet. Über Berufsschule wissen wir schlicht und ergreifend nichts. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen. Ich will das an der Stelle gleich sagen. Bettina Zurstraßen ist so eine Ausnahme einer Hochschullehrerin, die von Beginn an ganz viel Aufmerksamkeit für diesen Bildungsbereich hatte. Es gibt auch noch einige andere. Aber die Mehrzahl der Hochschullehrer weiß das nicht. Hinzu kommt, dass wie soll ich sagen, das Lehramt an beruflichen Schulen ist eine Herausforderung für die Hochschulen, weil sie müssen ja einerseits eine gewisse Breite an beruflichen Fächern in ihrem Ausbildungsangebot vorrätig haben. Also sie müssen in technische Berufe ausbilden können, in Pflegeberufe ausbilden können, Gesundheitsberufe, Ernährungsberufe, was weiß ich, alles Mögliche und Lehramtsschwerpunkte haben. Das haben gar nicht viele Hochschulen. Die kleineren Hochschulen sind da schon mal raus. Die Fachhochschulen haben in der Regel zwar die technischen Berufe, aber kein Lehramt. Dann gibt es so Kooperationsstudiengänge. Das funktioniert im Regelfall aber nicht besonders gut oder ohne Reibungsverluste. Und übrig bleiben dann ganz große Hochschulen, die haben häufig ganz andere Ambitionen, als sich jetzt auf Lehrämter zu konzentrieren. Und die technischen Hochschulen. Die technischen Hochschulen sind tatsächlich in dem Bereich auch relativ ausgewiesen. Und es ist eben dem Zufall geschuldet, dass ich an einer technischen Hochschule bin und deshalb hier quasi die entsprechenden Studierenden auch zur Verfügung hatte. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Lehramtsstudierender mit dem Studienwunsch in Berufs Schulen zu gehen, tatsächlich einen Fachdidaktiker vor Ort vorfinde, ist relativ niedrig. Und das bedeutet, dass tatsächlich von den Hochschulstandorten, an denen das Studium möglich ist, hin zu der Frage, welche dieser Standorte haben tatsächlich das Fach Politik, Sozialkunde, Gemeinschaftskunde als Fach und welche haben dafür auch eine Professur zur Verfügung, kommen wir von 57 Hochschulstandorten am Ende auf 9. Das kann man jetzt hier blöderweise nicht mehr so gut sehen. Und diese 9 Hochschullehrer, die müssen selber gar nicht über Erfahrung im Bildungsbereich verfügen. Und entsprechend defizitär ist die Ausbildung.
Dabei sind diese Lehrerinnen und Lehrer ja vielfach gefordert, ja. Und das heißt, dass wir an dieser Stelle schon sowas wie eine kleine Zwischenbilanz stellen können. Wir können sagen, die Ist-Situation in diesem Bildungsbereich ist schwierig. Wir wissen aber noch nicht, wie der Bildungsbereich eigentlich selbst darauf reagiert. Das würde ich jetzt noch kurz versuchen zusammenzufassen, damit wir nicht zu viel Zeit durch mich verbrauchen. Und da kann man sagen, es gibt eigentlich auf der Chancenseite, sagen die Lehrerinnen und Lehrer, die man fragt, wie schätzen Sie das ein, politische Bildung in der Berufsschule, mit großem Nachdruck, dass sie sich vollkommen dessen bewusst sind, dass die Berufsschule eigentlich die letzte Chance ist, Schülerinnen und Schüler nochmal zu erreichen und dass wir das als Gesellschaft auch nutzen sollten, dass sie denken, dass die Berufsschule sehr nah am Leben ist und die Schülerinnen und Schüler entsprechend stark interessiert sind. Das ist wichtig festzuhalten, dass die Lehrerinnen und Lehrer ihre Schüler zwar manchmal durchaus als herausfordernd beschreiben, aber nicht als verdrossen. Sie nehmen sie als politisch sehr interessiert wahr. Sie sagen zum Beispiel so Sätze wie, meine Schüler zahlen Steuern und die wollen wissen, was mit den Steuern passiert. Ja? Also das ist ganz banal, ja, der Zusammenhang ist ganz klar. Dazu kommt, dass die Berufsschule ein Bildungsbereich ist, in dem die Lehrer ganz intensive Erfahrungen mit kompetenzorientierter Bildung haben. Also die sagen so Sachen wie, naja, wenn ich Konditoren ausbilde, die müssen nicht nur über Kuchen reden können, die müssen Kuchen backen können. Und das können die auch vermitteln. Also der Bildungsbereich ist sich vollkommen bewusst, wie man kompetenzorientiert unterrichtet. Allerdings fällt es im allgemeinbildenden Bereich dann trotzdem schwer. Aber im berufsbildenden Bereich können sie es eigentlich. Und ich glaube, dass es eigentlich in dem Fall sehr leicht wäre, von den Kollegen aus den beruflichen Schulen zu lernen, wie man eine kompetenzorientierte Bildung tatsächlich macht. Und dann ist es auch so, dass die Lehrerinnen und Lehrer, das hat mich auch sehr beeindruckt, in der Berufsschule, sich auch vollkommen darüber im Klaren sind, dass politische Bildung ein wichtiger Bildungsbereich ist und dass es den immer geben wird. Also während Lehrerinnen und Lehrer in allgemeinbildenden Schulen heulen und klagen und sagen, ja, jetzt nehmen Sie uns auch noch diese Stunde weg und wir sind vollkommen marginalisiert und wir sind vom Aussterben bedroht, ja, sind die Lehrerinnen und Lehrer in der Berufsschule ganz sicher, dass dieser Bildungsbereich für immer Bestand haben wird. Also sie sind der Felsen der Brandung, das wird es immer geben, das wird uns niemand nehmen, das ist da. Die Probleme, die sie dem gegenüber beschreiben, sind dann allerdings doch drastisch. Sie beschreiben, dass sie gezwungen werden, zum Beispiel zum Unterricht in Gemeinschaftskunde, auch wenn sie das Fach nicht studiert haben, weil eben ihre Direktoren der Meinung sind, das kann doch jeder. Sie beschreiben Politikverdrossenheit, das habe ich schon gesagt, nicht als Problem, obwohl wir das erwartet hatten. Angesichts des herausfordernden Klientels wird das nicht als Problem beschrieben. Rechtsextremismus ist ein Riesenproblem in der Berufsschule. Man kann davon ausgehen, dass fast 20% der Schülerinnen und Schüler rechtsextrem sind. Das ist jetzt nicht unser eigener Befund, also dazu hatten wir gar keine Veranlassung und da könnten wir gar keine Aussagen machen. Wir haben das aber auf der Grundlage der Rückmeldungen der Lehrerinnen und Lehrer nochmal geprüft und die Studien zusammengestellt, die sich mit dem Bildungsbereich beschäftigen und es ist tatsächlich drastisch. Die Heterogenität des Bildungsbereichs wird als Herausforderung wahrgenommen, also Heterogenität sowohl innerhalb der Schülerschaft als auch zwischen den verschiedenen Klassen und Bildungsbereichen. Und BVJ, BGJ gehört wirklich zu den als besonders herausfordernd wahrgenommenen Schülerinnen und Schülern und auf die reagiert man auch vielfach, muss ich sagen, hilflos. Demgegenüber stehen Ressourcen. Bei den Lehrerinnen und Lehrern, das habe ich angedeutet, ist das schwierig. Sie sind verhältnismäßig schlecht ausgebildet. Also das heißt, sie sind sehr motivierte, sehr qualifizierte Lehrkräfte, die aber von der Ausbildung noch viel mehr hätten profitieren können und eine Ausbildung haben, die nicht wirklich zugeschnitten ist auf das, was sie nachher brauchen. Die Schulbücher, die wir als defizitär ja beschreiben können, werden nicht als Problem wahrgenommen im Bildungsbereich, weil die Lehrerinnen und Lehrer sagen, ich arbeite überhaupt nicht mit Schulbüchern, das ist mir alles viel zu veraltet, das brauche ich überhaupt gar nicht. Also das kann man wieder vernachlässigen. Die Lehrpläne und Prüfungsvorgaben, die Lehrpläne sind, glaube ich, auch in dem Bildungsbereich nicht von zu starker Bedeutung. Die Prüfungsvorgaben werden als extrem belastend, extrem einschränkend wahrgenommen. Lernfelddidaktik, das kann ich jetzt hier nicht mehr ausführen. Also es gibt einen speziellen didaktischen Ansatz, der in der beruflichen Bildung verbreitet ist und der sehr anspruchsvoll ist und auch sehr viele Gewinn mit sich bringt.
der aber möglicherweise, das würde ich jetzt mal so verkürzt sagen, für die politische Bildung suboptimal wirkt. Und damit kommt es auch zu einer großen Konkurrenz des Faches politische Bildung mit Wirtschaft und Recht, und der ist in diesem Bildungsbereich besonders ausgeprägt. Wenn wir nach dieser schnellen Übersicht jetzt sagen, was machen wir jetzt damit? Und damit könnten wir dann auch in die Diskussion einsteigen, denke ich. Dann würde ich vier Ansatzpunkte identifizieren. Und zwar kann man sagen, wir haben in der beruflichen Bildung ein doppeltes Imageproblem, weil der berufliche Bildungsbereich schon im Schatten des allgemeinbildenden Bildungsbereichs steht und irgendwie ein blasseres Image hat oder keine Ahnung, warum der eigentlich da so vernachlässigt wird. Aber im beruflichen Bildungsbereich ist wiederum die politische Bildung ein untergeordneter Bildungsbereich, von dem viele Lehrerinnen und Lehrer denken, auch das kann jeder unterrichten. Oder man kann das jetzt auch vernachlässigen und stattdessen Wirtschaft und Recht in den Vordergrund stellen. Wir haben ein großes Problem mit den Abschlussprüfungen, die durch die Kammern gestaltet werden, die die ganze Kompetenzorientierung eigentlich, die funktionieren, um das nur mal sagen, für Lehrerprofessionalität, die unglaublich herausgefordert ist, beispielsweise durch die Heterogenität und anderes, und die dringend gestützt werden müsste. Das sind vier verschiedene Felder, zu denen man sich jetzt auch noch genauer überlegen kann, was da jeweils helfen könnte. Aber ich glaube, mit Blick auf die Uhr, dass wir vielleicht in die Diskussion einsteigen oder das so ein bisschen fragengeleiteter an der Stelle machen könnten. Okay. Vielen Dank erstmal für den Input. Wir haben ganz, ganz viel gehört. Wir haben eine erste Frage. Bevor ich die jetzt vorlese, einmal der Hinweis, dass weitere Fragen jetzt gut in den Chat geschrieben werden könnten. Ich nehme jetzt mal die von Matze vorweg. Ich lese sie vor, weil man in der Aufzeichnung nicht immer lesen kann, was da steht. Die Frage lautete: Wie könnte man die Prüfung in der Berufsschule kompetenzorientierter gestalten, also weg vom Multiple-Choice-Test? Ja, also diese Multiple-Choice-Tests werden ja deshalb gemacht, weil die Prüfungen einheitlich gestaltet werden sollen und sich dann quasi das Problem von Massenkorrekturen ergibt. Also wenn ich in dem ganzen Bundesland die gleichen Prüfungen schreiben will und die dann irgendwer korrigieren soll, dann geht es quasi nicht mehr anders als ankreuzen. Ich hätte also zwei pragmatisch und durchführbare Vorschläge, die ich auch von vielen Lehrern übrigens gehört habe, also jetzt nicht meine Weisheit, sondern wirklich auch von der Praxis. Und zwar das eine ist, warum ist es denn nicht möglich, als Abschlussnote ins Zeugnis, also nicht diese zentrale Note zu notieren, sondern die Note, die die Schülerinnen und Schüler vorher in diesem Fach, also sie waren ja 3 Jahre da, sie haben 3 Jahre mit ihren Lehrerinnen und Lehrern gearbeitet und sie haben da auch Noten gekriegt. Und diese Noten spielen plötzlich überhaupt keine Rolle mehr, sondern stattdessen müssen sie diesen standardisierten Test machen, der vieles wirklich zunichte macht. Das wäre eine vollkommen pragmatische Lösung. Das kann man auch variieren. Also man kann sagen, die Noten, die die Schüler vorher im Unterricht hatten, die gelten zumindest mit oder gehen mit in diese Prüfungsnote ein. Das wäre auch vernünftig. Ohne dass wir jetzt das kostet auch gar nichts, ja? Diese Noten liegen vor. Die kann man benutzen. Die zweite Möglichkeit, oder ich sage mal drei und dann habe ich noch so eine Traumlösung. Die zweite Möglichkeit ist auch durchaus mit offeneren Fragedesigns zu arbeiten. Das geht sogar auch in standardisierten Tests, also kompetenzorientierte Tests, in denen wir Texte beispielsweise, also PISA, ja, PISA ist ein kompetenzorientierter Test. Die Civic Education Studie ist ein kompetenzorientierter Test, der letztlich in einem standardisierten Verfahren durchgeführt worden ist, aber der nicht nur Wissensbestände abfragt, sondern der Schülerinnen und Schülern Angebote macht, Probleme stellt und sie müssen sie lösen. Auch das ist denkbar, wenn wir unbedingt bei diesem standardisierten Verfahren bleiben müssen. Jetzt mein utopischer Test, mein utopischer Vorschlag. Mein utopischer Vorschlag ist, wenn wir der Meinung sind, dass Konditoren, um nur eine Metapher zu verwenden, am Ende ihrer Ausbildung eine Torte backen sollen, um zu zeigen, dass sie das können, ja? Warum können wir nicht auch in der politischen Bildung tatsächlich Performance-Prüfungen durchführen, also geben komplexe Aufgaben, Diskussionsaufgaben, Lösungsaufgaben und beobachten, was unsere Schülerinnen und Schüler machen. Das fände ich übrigens auch in der allgemeinbildenden Schule fantastisch, ja? Also Prüfungen als wirklich komplexe Projekte durchzuführen, die durch Lehrerinnen und Lehrer beobachtet werden.
Und das könnten wir genau von der Berufsschule lernen. Ich mache mir relativ wenig Hoffnung, dass wir zu sowas kommen. Aber da ist also alles Mögliche. Ich glaube, jede kleine Veränderung ist da schon ein Gewinn. Betätige mich mal weiter als Fragenvorleser. Wir haben eine Frage von Alexander Wicker, der geschrieben hat, die Frage, was tun wir jetzt, wurde allerdings nicht richtig beantwortet oder habe ich etwas verpasst? Imageänderung wird nur langfristiges Ziel sein. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, genau. Also für uns, also wir haben diese Studie ja mit den Mitteln der Robert-Bosch-Stiftung durchführen können und sind von Anfang an auch durch Bosch beauftragt worden, tatsächlich etwas zu tun. Also wir sind dabei, gerade etwas zu tun. Und genau, wenn man jetzt sagt, das sind die vier Ansatzpunkte, dann finde ich, man könnte bei Punkt 1 tatsächlich am Image ganz viel verändern. Auch kampagnenförmig, ja, das tun wir im Moment nicht, aber das wäre möglich. Das tun wir im Moment relativ stark, indem wir die Verbände, also es gibt ja Verbände, es gibt die Bundeszentrale und so weiter, aufmerksam machen darauf, dass es da übrigens noch einen Bildungsbereich gibt, den wir vergessen haben. Und die Bundeszentrale hat zum Beispiel auch beschlossen, also das wurde auch mit dem Regierungswechsel ja, verknüpft, in Zukunft mehr für berufliche Bildung zu tun. Also da passiert so ein bisschen was, aber da könnte man auch noch ganz vieles machen. Wir versuchen an die, das wäre Problemfeld 2, an die Kammern ranzukommen, aber da würde ich mir auch wirklich wünschen, dass auch andere Menschen, die irgendwie Zugang zu diesen Kammern haben, anfangen mit den entsprechenden Leuten zu sprechen, um eine Idee zu haben, Prüfungen neu zu gestalten. Auch da könnte man darüber nachdenken, ob man mal sowas wie Musterprüfungen entwirft, die man den Kammern als fertige Vorlage anbietet. Weil wenn die Arbeit schon gemacht ist, warum sollte man sich dann noch weigern, das quasi nach und nach auch umzusetzen? Mit der Heterogenität im Lernfeld, das ist, finde ich, das, was mir jetzt auch hier vor der Kamera am schwersten fällt, in eine konkrete Maßnahme zu fassen. Ja? Also was kann man da ganz genau machen? Ich glaube, dass man die Heterogenität im Lernfeld tatsächlich nur dadurch besser adressiert, sage ich jetzt mal. Also um sie nicht, man kann die ja nicht lösen, es geht ja nicht darum, da irgendwas zu lösen, sondern die Einzelnen besser adressiert, indem man die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort stärkt. Und das ist jetzt die super spannende Frage. Wie stärken wir die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort? Und wir sind der Meinung, dass hier wirklich die Ausbildung gestärkt werden muss. Das heißt, wir wünschen uns 16 neue Professuren für politische Bildung an allen Hochschulen. Wir wissen auch, dass wir die nicht kriegen. Ja? Und deshalb ist unsere Idee, und das wollen wir auch machen, einen digitalen Hochschulkurs zu entwickeln, der quasi dezentral bereitgestellt werden kann für Studierende in diesem Bildungsbereich, die merken, meine Professorinnen und Professoren können das nicht. Dann belege ich eben einen digitalen Hochschulkurs, in dem ganz gezielt Angebote für politische Bildung gemacht werden. Wir haben im Moment auch Geld dafür, also wir entwickeln ein erstes Modul. Möglicherweise finanziert die Bundeszentrale ein zweites Modul. Damit wird es auch noch nicht getan sein. Also das wird so ein bisschen wachsen müssen über die Jahre oder über die nächsten Jahre. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir in mittelfristiger Zeit sowas wie MOOCs und wie sie alle heißen, also digitale Kurse zur Verfügung haben, die Studierende und aber auch Lehrerinnen und Lehrer, die von heute auf morgen in diesem Fach unterrichten sollen, belegen können und in denen man relativ schnell die zentralen Zugangsweisen des Bildungsbereichs kennenlernen kann und sich mit fachlichen Fragen an der Stelle, aber auch vielen didaktischen Fragen auseinandersetzen kann. Die nächsten beiden Beiträge von Christoph mal zusammen. Beim dritten weiß ich nicht ganz genau, ob sich das darauf bezieht. Die ersten beiden Fragen: Wie ist denn politische Bildung definiert? Grundlegende Kompetenzausbildung, in Klammern Team, Kritik, Punkt, 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 andere Bindestrich-Fähigkeiten, um überhaupt fähig zu werden, an Gesellschaft zu partizipieren? Oder aktive Teilnahme, Projekte, Fragezeichen. Das ist, also die Frage ist wirklich ganz gut, weil da kriegen Sie von unterschiedlichen Leuten auch ein bisschen unterschiedliche Antwort. Aber ich würde jetzt sagen, wir sprechen erstmal ganz konkret über einen Bildungsbereich, den es in der Berufsschule ja gibt und der in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Bezeichnungen hat. Er heißt manchmal Wirtschaft und Politik, er heißt manchmal Sozialkunde, er heißt manchmal Sozialwissenschaft, er heißt manchmal
Gemeinschaftskunde heißt ja ziemlich häufig auch, also diesen Bildungsbereich. Und der Bildungsbereich selbst ist dann auch wieder von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich zugeschnitten. Das heißt, er enthält fast immer Fragen der Ökonomie und des Rechts. Manchmal gibt es aber auch ein Extrafach für Wirtschaft. Dann steht quasi politische Bildung allein. Okay, das wäre erstmal so die trockene Antwort, die aber Ihre Frage wahrscheinlich noch nicht vollständig beantwortet. Wenn ich jetzt in meinem Vortrag hier über politische Bildung gesprochen habe und dann manchmal auch auf diese Konkurrenz mit Wirtschaft und Recht hingewiesen habe, dann meine ich schon einen Bildungsbereich, der sich zur Aufgabe macht, die politische Urteils- und Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu stärken und sie auf ihre Bürgerrolle in der Gesellschaft vorzubereiten oder mit ihnen quasi an dieser Bürgerrolle gemeinsam zu arbeiten und sie zu unterstützen in diesem Bereich. Also ein Bildungsbereich, der sich nicht darin erschöpft, ihnen ihre Arbeitnehmerrechte vorzulesen und die Rechte ihrer Arbeitgeber, sondern der tatsächlich ihre Rolle als Bürgerinnen und Bürger in der Gesellschaft ernst nimmt. Eine Waren das Menge, weil bei, gab es zwei Fragen? na, das letzte war die Frage, ob das aktive Teilnahme dann auch ist, dass man, ich würde es jetzt mal so interpretieren, eben die Grenze zum Handeln überschreitet. Habe ich auch so beantwortet im Ja. Vortrag. Ja. Also das ist genau ein strittiger Punkt, ne? Wir sind in der Schule in ja einer Institution, in der wir gut aufpassen müssen, dass wir Schülerinnen, dass wir auch unsere Rolle nicht missbrauchen, ne? Das ist in außerschulischen Bildungsbereichen zum Beispiel nochmal was anderes. Aber in schulischen Bildungsbereichen geht es um das Vorbereiten von Handeln, auch durchaus das Vorbereiten von Handlungsbereitschaft. Aber wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht unsere Schülerinnen und Schüler bevormunden und auch zu irgendwas zwingen, weil Schule ist kein freier Ort. Dazu passt, glaube ich, sehr gut diese Frage, die jetzt Alexander Wicker noch dazu geschrieben hat. Er hat geschrieben, wie wäre es mit einer Projektdatenbank, die Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung steht, welche dann dort an den Curricula bzw. Standards orientiert Projekte abrufen können, die das Unterrichtsfach entsprechend bereichern. Meine persönliche Erfahrung ist es, dass solche Projekte in der politischen Bildung mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern absolut erfolgreich und für die Schülerinnen und Schüler motivierend sein können, auch und gerade an beruflichen Schulen. Ja, das halte ich auch wirklich für eine ganz große Möglichkeit. Und ich finde, da sieht man auch wieder, dass die beruflichen Schulen, ich finde, die aus den allgemeinbildenden Schulen, aus der Perspektive der allgemeinbildenden Schulen betrachtet, ist das manchmal so ein Stiefkind, die Berufsschulen. Dabei haben die Berufsschulen enorme Potenziale. Auch gerade projektorientiertes Arbeiten ist in der Berufsschule so viel mehr verbreitet, so viel selbstverständlicher. Auch der Blockunterricht, auch durch die Lernfelddidaktik, die ich jetzt im Vortrag ja nur sehr kurz angesprochen habe, sind eigentlich ja Fächergrenzen schon aufgehoben. Also es ist sowieso so, dass an lebensweltlich orientierten Problemstellungen in der Berufsschule gearbeitet werden kann. Und deshalb wären insbesondere solche Beispielprojekte eine große Hilfe. Also wenn ich jetzt noch die Möglichkeit habe und jetzt nicht tausend Fragen sind, würde ich gerne ein Beispiel geben, an dem ich das ganz häufig so erlebt habe. Das hat jetzt weniger was mit Projekt zu tun, aber an was man sieht, auch wie politische Bildung in beruflichen Schulen herausgefordert ist. Es gibt auch in vielen Lehrplänen vieler Bundesländer ein Stichwort im Kontext Beruf politischer Bildung in der Berufsschule, das heißt Jugendarbeitsschutzgesetz. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen informiert werden darüber, was im Jugendarbeitsschutzgesetz steht, zum Beispiel, dass es bestimmte Vorschriften gibt, wenn sie noch nicht 18 Jahre sind, was die Arbeitszeiten angeht, keine Nachtarbeit, bestimmte Pausenzeiten und womit ihre Rechte beschrieben werden. Das Witzige ist, wenn Sie Unterricht machen zu diesem Punkt, Jugendarbeitsschutzgesetz, und Sie haben zum Beispiel Köche vor sich oder auch Restaurantfachleute, Hotelfach-Azubis, dann lachen die sich schlapp, weil in ihren Ausbildungen diesem Jugendarbeitsschutzgesetz in der Regel nicht nachgekommen wird. Es funktioniert gar nicht nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Und die Lehrerinnen und Lehrer beschreiben das als enorm große Herausforderung, wie man darauf reagiert. Also sie lesen dieses Jugendarbeitsschutzgesetz vor und dann lachen die Schüler und sagen, das gilt ja gar nicht, ne? Und was sollen sie dann machen? Und wenn ich das meinen Studierenden erzähle, dann kriegen die auch ganz große Augen und sagen, um Gottes Willen, ja, was soll ich dann machen? Und es gibt
drei typische Antworten von Lehrerinnen und Lehrern. Das eine ist, sie sagen dann, tja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Oder mit ironischem Unterton, kannst du eine Gewerkschaft gründen. Also die Jugendlichen oder die Schülerinnen und Schüler werden in ihren Rechten gar nicht bestärkt. Im Gegenteil werden sie darauf hingewiesen, dass das nur von eingeschränkter rechtlicher Bedeutung ist und in der Praxis ja ganz anders aussieht. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis für politische Bildung, das im Prinzip ja die Aufgabe hat, Bürgerrechte, die Rechte auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als politisch konstruierte Rechte deutlich zu machen. Also warum gibt es die eigentlich? Und was machen wir jetzt damit? Ja? Und das finde ich so ein ganz spannender Punkt, wo man einerseits auch sieht, wie schwierig und wie herausgefordert die Vermittlungssituation der Lehrerinnen und Lehrer ist, tatsächlich in der politischen Bildung. Und andererseits, woran es auch noch fehlt. Und das finde ich, da müssen wir uns sehr viel stärker auch auf den Bildungsbereich mal einlassen und tatsächlich Projekte entwickeln, die dem entsprechen. Ein schönes Projekt, das ich jetzt gerade in der Berufsschule durchführen würde, wäre ein Projekt über Whistleblowing. Whistleblowing ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft gerade und Whistleblowing ist ein ziemlich interessanter Punkt in beruflichen Handlungssituationen, in denen ich beobachte, dass irgendwas schiefläuft. Aber ich gleichzeitig auch nicht bereit bin, in jedem Fall meinen Arbeitsplatz aufzugeben. Ich mache mal einen Last Call für Fragen. Wenn noch was in den Chat kommt, können wir das noch gleich mit einbringen. Ich würde sonst noch die ganz theoretische Frage nach Henne und Ei stellen. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich nicht bis zum nächsten oder übernächsten oder überübernächsten Jahr die Prüfungen geändert haben und die aber so standardsetzend sind faktisch für den Bereich, kann man dann schon ohne dieses gelegte Ei, jetzt falle ich aus der Metapher raus, Nee, aber ich habe eine schöne Antwort, glaube ich. okay, dann wissen wir Also das jetzt. meine schöne Antwort ist, ich weiß nicht, wer sich hinter dem Namen Christoph versteckt. Vielleicht ist das sogar die Person, über die ich jetzt gleich spreche. Also diese Prüfungen, die machen alles kaputt. Und ich habe mühsam gelernt, als ich mich durch die Studie da in diesen ganzen Bereich eingearbeitet habe, dass die bindend sind und durchgeführt werden müssen und gesetzlich verpflichtend und so weiter. Das hatte ich also alles gerade kapiert und damit sind sie ja tatsächlich das Nadelöhr, durch das wir in der politischen Bildung, in diesem Bildungsbereich durch müssen. Und dann habe ich, als ich fertig war mit der Studie, einen Lehrer getroffen, der auch bei uns an der Hochschule studiert hatte. Und habe mit ihm das nochmal durchgesprochen. Und dann sagte er, ja, wir an unserer Schule jetzt, wir haben letztes Jahr gesagt, wir machen diese Prüfungen nicht mehr. Wo ich so sagte, ja, aber das kann ja nicht sein, die sind ja vorgeschrieben und wie kann man denn einfach sagen, man macht diese Kammerprüfungen nicht mehr mit? Und dann sagte er, na, ah, das sind sie nicht, Christoph. Aber jemand mit diesem Vornamen ist das, über den ich spreche. Also die haben sich an der Schule einfach entschieden, diese Prüfungen nicht mehr zu machen, weil das auch aus ihrer Einschätzung heraus nicht zielführend ist, mit solchen Prüfungsformaten zu arbeiten. Und damit habe ich dann gelernt, dass es möglich ist, aus diesen Prüfungen auszutreten. Also ich kann als Schule sagen, als Einzellehrer ist es, glaube ich, sehr schwierig, aber als Schule kann ich sagen, ich bin nicht mehr bereit, an den Kammerprüfungen teilzunehmen. Wir führen die selber durch. Also wir schreiben selber Prüfungsaufgaben, wir legen ihnen die zur Genehmigung vor, sie machen ihren Stempel drauf und wir machen die selbst. Das ist durchaus möglich und das entsteht, wenn Leute gut ausgebildet sind. Ja? Also weil, wenn Leute gut ausgebildet sind und sehen, das ist nicht in unserem Sinn, das macht uns unseren Unterricht kaputt, wenn wir mit diesen Prüfungen arbeiten, dann hört das auch auf. Also entweder hört das auf, weil die sich weigern, oder es hört auf, weil sie der Kammer Bescheid sagen, dass das anders gemacht werden muss, sie selber in diese Prüfungsausschüsse dann sich zum Beispiel engagieren und ähnliches. Also ich denke wirklich, die Gelenkstelle ist gut ausgebildetes Personal. Und da können wir tatsächlich was machen. Also klar kriegen wir nicht diese 16 Hochschullehrer. Also wir beobachten das doch massenhaft im Bildungsbereich, dass Leute sich die Hochschulkurse ziehen, die sie haben wollen. Und ich beobachte das jetzt auch wirklich bei meinen Studierenden. Wenn sie unzufrieden sind mit Kollegen, dann gucken sie sich halt die Kurse von anderen an. Sie schreiben die Prüfungen dann trotzdem bei uns vor Ort. Aber das klappt eigentlich verhältnismäßig gut.
Man muss vielleicht noch einen Punkt sagen, der eigentlich selbstverständlich ist, aber ich glaube, der noch ergänzt werden sollte. Wenn man das Ganze so aufzieht, dass man zum Beispiel das in Online-Kursform macht, dann hat man natürlich nicht nur die Studierenden, die du jetzt an der Uni hast, die du damit erreichen kannst, sondern möglicherweise auch noch die aufgeschlossenen Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, ich brauche da eigentlich mehr Background, um meinen Unterricht da weiterzuentwickeln. Ich glaube, man hat drei verschiedene Sorten von Leuten, also drei Zielgruppen. Man hat Studierende an Hochschulen. Die Hochschulen können sowas ja durchaus sogar als Leistung anerkennen. Also das ist ja das Einzige, was Bologna uns gebracht hat. Das Zweite ist, man hat die Referendare und Referendarinnen, die häufig den Handlungsdruck dann nochmal sehr stark merken. Also die vielleicht in ihrem Studium nicht gemerkt haben, dass das gar nicht so gut war. Aber jetzt in der Handlungssituation plötzlich merken, mir fehlt da was, ich muss da was nachholen, ich gucke mir da nochmal was an. Und das Dritte ist, man hat die Lehrerinnen und Lehrer, zumindest die weiterbildungsbereiten Lehrerinnen und Lehrer, die das noch angucken. Ja. Gut, im Chat sind keine Fragen. Frage nach Dresden. Gibt es irgendwas, was wir dringend noch sagen sollten im Rahmen dieses Videos? Ja, ich habe noch eine Folie vorbereitet. Ah, ich habe sogar noch, die habe ich nicht gemacht, aber diese Folie. Also wir haben die Studie natürlich als Publikation vorbereitet. Die heißt dann Monitor politische Bildung in beruflichen Schulen und erscheint in 2 Monaten. Kann man dann kaufen. Sehr schön. Also, liebe Menschen da draußen, wenn ihr dieses Video als Aufzeichnung seht, dann ist das vielleicht jetzt schon da. Wir haben ja mit diesem Internet eine Zeitmaschine und möglicherweise ist der Juli 2014 also schon gewesen, wenn man sich das anschaut. Für alle, die live dabei sind, jetzt im Mai 2014, vielen, vielen Dank für das Teilnehmen. Vielen, vielen Dank an Professor Anja Besant für den sehr, sehr interessanten Input. Alles Gute weiterhin für die Studie und für die Forschungsarbeit und für die praktische Arbeit. Und schließlich vielen Dank an die Frau im Hintergrund, die uns produziert hat, Blanche Fabry. Besten Dank in alle Richtungen. Vielen Bis zum Dank. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.